Es ist anstrengend, diese Interpretation von von Steuben über Parmenides, aber erhellend. Bei Freud kann man noch lesen, dass vor 100 Jahren das erhellt sich auch transitiv benutzt wurde, zum Beispiel das erhellt aus der Tatsache, dass. Heute könnte man das nicht mehr sagen, heute erhellt sich alles aus der Tatsache, dass. Und warum so etwas passiert, vom Transitiven ins Intransitive, gehört in die Kategorie von ein Kind wird geschlagen. Weiter bei von Steuben zu Parmenides, Seite 141 im Kapitel Sein und Licht. Die Wortverdoppelung Chasma Achanes macht durchaus epischer Technik entsprechen. Für bloße Technik möchten wir sie an dieser bedeutungsvollen Stelle des Gedichts jedoch nicht halten. Schließlich stehen wir hier vor dem Augenblick, in dem Parmenides der Göttin der Wahrheit gegenübertritt. Wir meinen vielmehr, dass Parmenides beim Aufspringen des Tores tatsächlich die unermesslich weite und tiefe Kluft des grenzenlosen Seins vor Augen hat und das mit dem durch Achanes verstärkt wiederholten Chasma zum Ausdruck bringen wollte. Wie weit und tief hier zu verstehen wäre, haben wir bei der Frage nach der Ausdehnung des Seins ausführlich diskutiert. Ist es eine dunkle oder eine lichterne Kluft? Chasma kann nach den benannten Beispielen für beides gelten. Es wird noch immer verschiedentlich die Meinung vertreten, die Fahrt des Parmenides ende in dem Haus der Nacht. Die meisten verstehen die Lichtmetaphorik des Proömions jedoch so, dass die Fahrt in eine Region des Lichts führt. Und das scheint uns auch die einzige ungezwungene Erklärung zu sein. Das Haus der Göttin ist ein Haus des Lichts, darum ist das Tor ätherisch. Die präödipale Erfahrung des Unbewussten, dieses unendlich ausgedehnten Nichts, ist so, dass so wie es unendlich komplex und verschlungen ist und dennoch mit einem Blick zu erkennen, einfach flach und genial, so wie Freud das immer in gelungenen Traumanalysen sagt, am Ende ist es so, dass die Lösung von solch genialer Witzigkeit und Geschlossenheit ist, dass man sagen muss, es kann gar nicht anders gewesen sein, das ist die Lösung, denn dafür erzeugen sich sofort Beispiele des Beweises, warum die Traumarbeit gerade dieses Bild, dieses Wort, diese Metapher gewählt hat, um dasjenige zum Ausdruck zu bringen, was auf genial witzige Weise nicht anders vermocht hätte, das Problem zum Schließen zu bringen, so ist Yggdrasil dieses Wurzelwerk also extrem unendlich ausgedehnt und gleichzeitig mit einem Blick einfach zu verstehen. Ich hatte mal geträumt, einen über 300-seitigen Kriminalroman in einem einzigen Moment geschrieben zu haben, völlig komplexe, verschlungene, witzige, durchtriebene, rätselhafte und verwickelte Labyrinthe, die ich nur noch aufzuschreiben gehabt hätte, das vollkommen fertig war, aber so wie es halt nach dem Aufwachen ist, schreiben Sie mal 300 Seiten als eine einzige Idee in 10 Sekunden nieder. Denn nach ein paar Minuten ist die ganze Konstruktion schon wieder hinter der Verdrängungswand verschwunden. Aber das Grundgefühl dieser extremen, witzigen, genialen Verschlungenheit bleibt und das Grundgefühl der dennoch absolut genialen Einsichtigkeit, logischen Flächlichkeit. Und genauso ist es mit dem Verhältnis von Licht und Dunkelheit. In der Erfahrung des Unbewussten gibt es keinen Unterschied zwischen dem Verhältnis von Finsternis und Licht. Alle diese Mystikerinnen sagen, zum Beispiel Theresia von Avila, dieses tausendfach heller als die Sonne gleißende Licht, das dennoch blendungsfrei ist und wie die tiefste, abgründigste Finsternis alles umfängt. Nein, das Letztere sagt sie nicht, aber das Erstere schon.
Licht und Finsternis ist das Gleiche. Einstein sagt, Finsternis ist nur die Abwesenheit von Licht. Man könnte hier mit Goethe sagen, Finsternis ist auch die Anwesenheit von allem Licht. Ist also im strukturellen Bereich des Unbewussten, des Göttlichen, jenes wahren Seins kein paradoxer Widerspruch, denn der entsteht erst vor der Pforte, vor den Torflügeln, durch die polare Aufspaltung der Begriffe, die sich dadurch abschwächen und aus der Überfülle des Lichtes und der Finsternis dann eine anaximandrische Bekämpfung von Licht gegen Finsternis, von Finsternis gegen Licht machen. Denn Goethe hat mehr Recht als Newton an dieser Stelle. Licht entsteht immer an der Grenze, der Brechungsgrenze zur Finsternis. Und man kann nicht nur das Lichtprisma Newtons zeigen, sondern man kann auch das Finster-Kantenprisma Goethes aufzeigen, wie in einem früheren Video gezeigt.